Ich bin Manuela Grieger. Ich arbeite in der Impraleuna GmbH und bin Betriebsratsvorsitzende. Gleich nach der Wende habe ich mich in unseren ersten Betriebsrat wählen lassen. Damals noch von meinen Kollegen auserkoren und hindelegiert. Der Standort hat sich natürlich sehr verändert. Wenn wir die Bilder aus den früheren Zeiten sehen, muss man sagen, es war schon sehr viel aus den 1924er Jahren gebaut worden. Dann vieles auch marode zurückgelassen worden und zur Wendezeit waren eben viele Betriebe nicht mehr produktionsfähig. Wir sind ja sozusagen aus dem Sozialismus in die soziale Marktwirtschaft überführt worden, ohne uns irgendwo darauf vorbereiten zu können. Und das war schon wichtig, dass man da auch einen verlässlichen Partner hatte, der mit uns zusammen, gemeinsam mit Betriebsrat, mit Arbeitgeber, mit Treuhandgesellschaft dafür gesorgt hat, dass wir hier am Standort weiter bestehen. Denn die Politik musste damals ja auch überzeugt werden und da hat die IGBCE maßgeblich dazu beigetragen. Ich habe diese Tätigkeit wirklich lieben gelernt. Ich bin mit vielen Kollegen durch dick und dünn gegangen und das hat großen, großen Spaß gemacht und insofern bin ich wirklich glücklich darüber. Und ich habe jetzt, wo wir alles abgeschlossen haben, wo es darum geht, unseren Standort weiter auszubauen, habe ich jetzt die Erfüllung sozusagen in dem Amt als Betriebsratsvorsitzende. Und ich bin in dieser Position, wo ich wiederum mitgestalten kann, wo ich mit meinem Team zusammen mitreden kann und unseren Standort, unsere Infra hier zukunftssicher aufzustellen.